Hey Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Part Conan Exiles. Gestern sind wir ins neue Let's Play gestartet und wir bauen uns von Anfang an auf, so dass wir fit sind für nächsten Donnerstag, wenn Age of Heroes rauskommt. Nur nochmal als kleine Randinfo für alle, die es gestern vielleicht nicht mitbekommen haben. Am 17. Oktober kommt Age of Heroes und bis zum 16. Oktober könnt ihr das Bounty Hunting abschließen oder euch eben da noch Sachen holen, die ihr möchtet. Joint gerne im Discord, wenn ihr auf unseren Servern mitspielen möchtet. Wir haben einen PvE und einen PvP-Server und ich werde jetzt schon mal eine Stellenanzeige rausbringen. Ich suche auf jeden Fall zwei Bodyguards, die mich beschützen. Im Worst Case, weil ich ja nicht weiß, was ihr schnell wieder da alles vorhabt, solltet ihr auf unseren Servern mitspielen. Und ja, ihr könnt euch natürlich gerne in den Kommentaren bewerben oder im Discord. Ich will jetzt aber nicht mal lange weiterreden. Wir starten sofort rein. Viel Spaß euch und let's go! Da sind wir wieder. Hier, wo wir gestern aufgehört haben, bei meinem kleinen Babyhäuschen. Ich habe meine Kamera übrigens nach links unten verfrachtet, weil ich mir dachte, dann kann man die anderen Sachen besser sehen. Wobei das, was ich loote, jetzt vielleicht auch nicht so relevant ist, aber kann ja nicht schaden. Wir gucken jetzt mal ganz kurz zu unseren Attributen, denn ich habe ja auch wieder drei, die ich vergeben kann. Und dann machen wir es mal so, so und dann setzen wir schon mal eins in Kompetenz. Ihr habt mir übrigens in die Kommentare auch geschrieben, dass es doch vielleicht ganz gut wäre für Fortgeschrittene, sich am Hügel der Toten hier oben anzusiedeln. Da muss ich halt aber ehrlich dazu sagen, und ich habe es auch schon in die Kommentare geschrieben, ist überhaupt nicht mein Ding da oben. Da ist es so trist und fad irgendwie. Keine Ahnung, ich brauche halt tatsächlich was, wo ich mich auch wohlfühlen kann. Und deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, dass wir nach Sepamero umziehen. Denn da habe ich auch wirklich alles in der Nähe. Da ist der Obelisk gleich da. Da habe ich ultra viel Eisen, ultra viel Steine. Und wir können auch schon mal eine Tour durch Sepamero machen und uns vielleicht die Kisten anschauen. Und deswegen würde ich sagen, ja, jetzt weiß ich auch nicht, soll ich euch auf dem Weg nach Sepamero mitnehmen oder nicht? Ich denke, dass die meisten von euch den Weg dorthin ja kennen und auf dem Weg dorthin passiert jetzt auch nicht viel. Ich laufe da jetzt einfach mal hin und dann würde ich aber mal behaupten, dass wir uns dort dann einfach gleich wiedersehen. Ja Leute, wir sind in Sepamero angekommen und wie man sieht, habe ich natürlich einige Blessuren davongetragen. Ist jetzt aber auch nicht weiter schlimm, denn hier in Sepamero wird man ja sowieso nicht angegriffen. Und ja, die Stadt sieht immer noch so aus, wie sie auch am Anfang aussah. Wir können uns ja schon mal umschauen, ob wir irgendeinen benamten Troll sehen. Bisher sieht es jetzt nicht so aus. Dann können wir uns auf jeden Fall auch mal die Kisten anschauen. Und ja, dann gehen wir doch einfach gleich mal zu der hier oben. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich tatsächlich alle Kisten kenne und viele sind auch immer mit übelst viel Kletteraktion verbunden und brauche Ausdauer. Deswegen werde ich jetzt auch nicht alle abklappern, sondern nur die, die halt jetzt eben in Reichweite sind. Und was haben wir da? Natürlich, wir haben Deko und Goldmünzen. Gut, das ist jetzt tatsächlich was, was ich aktuell noch nicht brauchen kann. Eine Waffe wäre vielleicht schön. Wobei, wisst ihr was, hier solche Kohlepfanne können wir uns mal mitnehmen. Dann haben wir wenigstens gleich ein bisschen Licht. Und dann düsen wir wieder runter. Lass mich durch. Hier müsst ihr euch ein bisschen in Acht nehmen. Auf der linken und rechten Seite sind die Plünderer, die euch dann schon angreifen. Aber der Rest der Stadt ist friedlich und tut euch nichts. Wir gehen jetzt einfach mal... Oh, eine Katze. Hier lang. Wir haben hier die Tänzer. Wisst ihr was? Es gibt eine Stelle bei Sepamero. Die zeige ich euch dann. Da würde ich sowas von gerne bauen. Aber leider kann man da nicht bauen. Das ist wirklich ultra belastend, weil die Stelle richtig cool ist. Wen haben wir hier? Einen Tänzer und einen Tänzer. Na super. Kann kein Mensch gebrauchen aktuell. Noch sind wir der Verderbnis nicht nahe. Okay, lasst uns mal kurz in die Bar.
können wir mal hier das Zeug lesen, was wir brauchen. Oh, ich hätte auch gleich den Bauchtanz noch mitnehmen können. Oder nee, den Schlangentanz meine ich. Und hier haben wir die Prinzessin. Mit der reden wir natürlich schnell. Und mit Conan selbstverständlich auch. Und dann können wir uns auch schon wieder vom Acker machen. Gehen noch kurz hier rauf und schauen, was da in den Kisten ist. Alkohol. Okay, brauche ich auch nicht. Jetzt wird es auch langsam dunkel. Das ist scheiße. Denn wir haben ja noch keine Base. Drücke E zum Interagieren. Hier an diesem Büchlein. Ihr müsst mir auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, wenn euch das interessiert, die Geschichte und so. Dann kann ich das auch vorlesen. Aber mir persönlich wäre es lieber, wenn ich das nicht tun müsste. Was gibt's hier? Gehärteten Ziegel. Brauchen wir halt alles nicht. Die Teppiche können wir mal mitnehmen. Und dann schauen wir weiter. Hier sind ja auch die ganzen Zettelchen, die man so findet. Wo ist der erste? Hier ist zum Beispiel einer. Ich glaube aber, die gucken wir uns bei einem anderen Mal an. Wichtig ist ja, dass wir uns jetzt hier wieder so eine kleine Base hinbauen. Ja, brauchen wir auch nicht gerade. Schade, schade. Ich glaube, dann haben wir hier tatsächlich nichts, was gerade aktuell wichtig ist. Geh mal darauf, gute Dame. Ein Feuer bräuchten wir, dass wir uns was zum Essen machen können. Oh, eine Stahlsichel. Die nehme ich auf alle Fälle mit. Die brauchen wir unbedingt. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas anderes. Ich habe jetzt noch zwei Kisten hier auf dem Weg. Die eine ist wo oben? Hier, ne? Oder? Wo war jetzt die eine? Bin verwirrt. Doch, die müsste hier oben sein. Na klar, geh hoch. Ja, genau, da ist sie. Ach, eine Stahlwurf-Axt und Stahlpfeile. Nee, nee. Aber wisst ihr, was wir machen können? Wir können uns eine Kriegsbemalung holen. Super Sache. Schaut doch gleich viel besser aus. Dann haben wir hier hinten dann noch eine Kiste. Und zwar hier ums Eck. Gehen wir mal ruf hier. Und ein Hackmesser. Okay, das können wir auch mitnehmen. Nicht verkehrt. Jetzt gehen wir mal zu der Stelle, die ich meinte. Vielleicht wisst ihr aber auch, welche ich meine. Dann lass mal was trinken, so. Und ich habe ja tatsächlich auch noch das Brot. Ich hoffe, das heizt mich jetzt nicht zu sehr auf. Und zwar hier geradeaus. Nicht hier unten am See, sondern hier oben auf der Plattform. Das ist der absolut richtig geilste Platz mit den Bergen drumherum, auf die man dann wirklich geile Türme draufsetzen könnte. Und ich würde da so gerne bauen. Aber das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, ging das leider noch nicht. Das wäre auf jeden Fall mein absoluter Lieblingsplatz. Wir springen mal hier ins Wasser. Und düsen dann, ja, Richtung der anderen Oasen. Und suchen uns da ein schönes Plätzchen. Vielleicht überspringen wir die Nacht, dass wir einfach was sehen. Und ich kann dabei schon mal farmen. Für unser Häusle. Ja, ich glaube, so machen wir es. Also gut, meine Lieben, wir sind wieder da. Die Sonne geht hier auf, wie ihr sehen könnt, mit einem wunderschönen Lichtkegel. Ich habe mir jetzt die Oase hier ausgesucht. Liegt einfach nur daran. Ja, an was liegt es eigentlich? Gute Frage. Vielleicht, weil bei der gegenüber die Panther sind und auf der linken Oase ist ja dieses, boah, wie heißt es denn, dieses Viech? Dieser Schieferrücken-Boss da. Ich habe echt keine Ahnung. Und ich habe mir eine Kiste hingestellt und ein Feuer. Da müsste eigentlich unser Essen auch schon fertig sein. Genau. Und ich habe ein bisschen Stein und Holz gefarmt. Das heißt, wir können uns hier auf jeden Fall jetzt auch schon mal ein bisschen was hinbauen. Lass mich mal gucken. Hier, Sandstein, genau. Dann bauen wir uns doch einfach so was richtig Schönes am Wasser. Bis in der Höhe vielleicht. Ich bin total überladen, weil ich natürlich so noch nicht viel tragen kann.
Aber das sollte sich dann eigentlich auch bald wieder geben. Jetzt machen wir das mal so vielleicht. Und dann machen wir uns hier wieder so ein schönes Aussichtsding. Und hier muss ich ein bisschen weiter runter. So, so, so und so. Genau. Da sollte das höchstwahrscheinlich auch mit dem Dach klappen. Dann sollen wir uns zwei Türen machen oder eine? Zwei würden halt von der Ästhetik her besser passen. Oder ich mache die Eingangstür woanders hin. Kann sie natürlich auch hier hin machen. Machen wir das erstmal so. Und setzen uns wieder unsere Wände. Diesmal machen wir es ein bisschen anders. Setzen wir die nur hier und machen in der Mitte eine normale Wand rein. So. Und schon haben wir wieder ein kleines Häuschen. Was brauchen wir noch? Wir können hier noch eine Treppe hinsetzen. Und dann lasst uns mal ein bisschen zwirn. Ich brauche Zwirn. Haben wir da kein Zwirn, aber Pflanzenfasern. Dann nehmen wir die, stellen uns schon mal was her, machen mal 10 Stück und holen dabei noch ein bisschen Äste. Die sind jetzt nämlich leider im Feuer alle abgebrannt. Weil ich mir dachte, ich brauche das Holz ja zum Bauen. Hallo, ich brauche Äste. Was soll das? Ich glaube, 14 Stück reichen uns nicht so ganz, wa? Wow, jetzt haben wir schon 21. Das geht ja fix. Wenn wir eh gerade hier was haben, dann nehmen wir das auch noch mit. Und jetzt bin ich schon wieder überlastet. Ja, super geil. Ja gut, dann legen wir doch die Steine und das Holz dabei da rein, dann passt es auch. Und gucken, wie weit wir mit den Dächern kommen mal wieder. Ja, nicht weit. Schade, 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 wir brauchen mehr Äste. Ich besorge uns gleich welche. Aber zuvor bauen wir natürlich das, was wir können. Da haben wir schon. Wie viel geht noch? Keins mehr. Okay, ich hole uns kurz ein paar Äste, Leute. Okay, ich denke, wir sollten jetzt wieder genug davon haben. Und dann brauchen wir dieses Dächelein. So, so, so. Perfekt. Das sieht auf jeden Fall schon besser aus als gestern. Da kommen die Dinger rein. Und hier auch noch. Und schon haben wir ein geschlossenes Dach. Super geil. Eine Tür brauchen wir noch. Dafür habe ich alles da. Ich glaube schon. Tür einmal da. Und zwar, ja, so passt es. Dann können wir uns auch noch eine schöne Terrasse bauen. Das machen wir dann auch auf jeden Fall noch. Nehmen wir mal hier kurz die Teppiche mit. Und diese Kohlepfannen. Die sind natürlich halt überhaupt nicht groß, ne? Aber gut, ist wurscht. Wir werden sowieso ausbauen müssen, weil die ganzen Werkstätten aktuell hier eh nicht reinpassen. Oh Gott, ich habe vergessen, wie groß dieser Teppich ist. Der passt ja gar nicht hier rein. Dann nehmen wir den kleinen und legen ihn einfach mal vor die Haustür. Sehr geil. Dann müssen wir uns jetzt mal Gedanken über ein Bett machen. Teppiche können wieder hier rein. Lass uns mal schauen, welches wir schon bauen können. Ja, nur das. Aber besser als nichts, ne? Dafür brauchen wir Holz und Tierhaut. Ich habe jetzt nur 15 Tierhaut, aber das macht nichts. Wir können ja kurz mal hier zu so einem Kieferrücken gehen und schauen, dass wir irgendwie den erledigen. Ja, natürlich sind jetzt zwei am Start. Das muss natürlich wieder sein. Du brauchst mich gar nicht hauen, Wildmann.
Nix da. So, dann machen wir den auch noch gleich mit. Wobei er gerade flüchtet, dann bleibt doch, wo der Pfeffer wächst. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall... Hallo, wieso dreht sie sich nicht jetzt? Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Tierhaut. Was haben wir noch gebraucht? Holz haben wir schon, ne? Und können uns das Bettchen hier reinstellen. Kommt, das stellen wir jetzt einfach mal da so hin. Ach man, das nervt mich, dass man meistens nicht immer in die Mitte kommt. Aber ich denke, das passt schon so. Super. Dann haben wir jetzt unseren Spawnpunkt aktualisiert. Die Kiste und das Feuer packe ich dann natürlich auch noch hier rein. Jetzt müssen wir noch gucken, was wir brauchen. Wir haben wieder einen Punkt zu vergeben. Der kommt in Kompetenzo. Und bei Wissen, was brauchen wir denn noch? Eigentlich erstmal nichts. Wichtig ist, dass wir uns jetzt dann hier die ganzen Sachen bauen können. Ich hätte mal gesagt, wir brauchen nämlich Level 10. Müssen wir mal kurz den Pickel reparieren. Welches Level haben wir denn? 8, glaube ich, oder? Genau, fast 9. Dann gehen wir jetzt ein bisschen Eisen schon mal abbauen, dass wir dann den Rest auch freischalten können. Kohle ist auch immer gut. Die schadet nie. Ja, ich glaube, das kriegen wir relativ schnell hin, Level 10 zu sein. So, und durch die Kohle und den Dings sind wir aufgestiegen und ihr seht, wie schnell das geht. Und wir haben es geschafft, wir sind Stufe 10. Ich bin jetzt hier quasi einmal drumherum gelaufen. Da gibt es nämlich einen Haufen Kohle zum Abbauen. Ihr seht schon, ich habe jetzt hier auch ein bisschen Eisen. Das ist gut, weil den brauchen wir ja sowieso. Wir vergeben also wieder Attribute. Beweglichkeit muss ich dann auch mal machen, aber das kommt am Schluss. Gehen wir mal in Vitalität und jetzt haben wir den ersten Perk. Und zwar wilde Vitalität. Du erhältst passive Gesundheitsregeneration. Sehr schön. Ach so. Und wir müssen in Wissen, denn wir müssen uns ja jetzt hier das ganze Zeug freischalten, dass wir das auch herstellen können. Und dann würde ich sagen, machen wir das auch gleich mal. Jetzt gehe ich aber kurz zurück und lege die Sachen in unsere Kiste. Und dann brauchen wir ganz viel Stein, damit wir uns einen Ofen bauen können. Und Holz und so weiter für die Zimmermannswerkbank. Und dann können wir uns das ja alles schon mal einrichten. So, wo ist unser Zuhause? Lauf, kleines Mädchen, lauf. Und wir haben auch Durst und Hunger. Dann isst mal was, damit es dir gut geht. Dann bringen wir das alles in die Kiste. Und gehen farmen für den Ofen. Beziehungsweise kann ich den sogar noch bauen. Das heißt, das kommt jetzt alles mal mit. Wir sind zwar überlastet, aber wir sind ja zum Glück schon zu Hause. Und jetzt brauchen wir wieder unseren Konstruktionshammer, Werkstätten. Hier, der Ofen. Ja, der kommt jetzt einfach mal hier hin. So. Sehr schön. Dann geben wir natürlich gleich das hier in Auftrag. Play. Na los. Und schon bekommen wir ein paar Eisenbarren. Sehr schön. Was bauen wir uns denn als nächstes? Ja, wir können uns eigentlich jetzt mal die Gerberei bauen. Dafür brauchen wir noch Holz und Rinde. Rinde habe ich noch nicht. Ist aber auch kein Thema. Die kriegen wir ja auch relativ schnell zusammen. Holz haben wir hier noch wirklich genug. Und dann holen wir uns jetzt Rinde. Wie viel haben wir gebraucht? 50? Ja. Sehr nice. Dann können wir die Gerberei auch schon platzieren. Jetzt gucken wir mal, ob wir sie hier nicht hinstellen können, weil es hier so ist. Okay. Dann schauen wir, dass wir kurz mal hier noch was hinpacken. Und dann, denke ich, müsste es aber eigentlich auch funktionieren. Jawohl. Schaut mal an. Dann stellen wir uns die hier draußen hin. Für die Schmiede brauchen wir ja Eisenbarren. Die haben wir noch nicht. Den Gusstisch brauche ich noch nicht. Gerbertisch. Aber eigentlich wäre hier die Werkbank des Zimmermanns besser. Dafür brauchen wir Stein und Holz. Alles da ist doch überhaupt kein Problem. Okay. Genug Stein nicht mehr. Ja. Zum Glück haben wir ja ganz viel hier um die Ecke. 250 waren es, I think.
Mann, ich will schon den letzten Perk haben in Überleben, damit ich das mit zwei Schlägen alles abholzen kann. Abbauen kann. So, noch ein bisschen. Jetzt muckt er sich da hinten wieder. Na komm. Ach nö, ist doch nicht dein Ernst. Mann, lass mich in Ruhe, ich bin gerade beschäftigt. Ah ja, aber es sollte eigentlich reichen jetzt für den Zimmermann. Das heißt, wir gehen ganz schnell hier rein, machen die Tür hinter uns zu, damit er uns nicht nervt. Dann stellen wir die Kohlepfanne mal kurz woanders hin, vielleicht hier so ins Eck. Und dann können wir hier den Zimmermann reinklatschen. So, ich weiß, sieht natürlich noch nicht schön aus. Muss ja aber am Anfang auch nur praktikabel sein. Wie schaut es denn hier aus? Hier haben wir 21, da müssen wir dann auf jeden Fall noch warten. Den leibeigenen Fänger habe ich mir jetzt noch schnell freigeschaltet. Dann können wir auch recht schnell auf die Sklavenjagd gehen. Dafür müsste ich mir aber noch was bauen. Und ich glaube, den Stall kann ich erst ab Level 20 machen. Na gut, macht jetzt auch nichts. Dann konzentrieren wir uns doch im nächsten Part darauf, dass wir draußen vielleicht noch ein bisschen anbauen. Damit wir uns das Rad der Schmerzen hinstellen können, um uns schon mal einen Typi zu klatschen. Vielleicht auch einen Kämpfer, der mich dann einfach unterstützt auf meinen Reisen. Und dann würde ich sagen, haben wir es für heute auch schon geschafft. War jetzt nicht viel anders als der Part von gestern, ich weiß. Aber wir werden jetzt hier auch erstmal nicht mehr umziehen. Wir bleiben hier und dementsprechend, ich räume die Sachen dann noch hier ins Haus und ich würde sagen, ich gehe auch schon mal ein bisschen farmen, dass wir das Gefarme nicht immer mit in den Videos dabei haben. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Sonntag. Startet mir nächste Woche gut rein und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bye bye.